Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 7. Juni und es ist 17.43 Uhr. Also ich finde den Markt sehr unergiebig, muss ich ehrlich sagen. Das ist hier ein Oszillieren um die 20-Tage-Linie rum, dadurch also die Mitte der Bollinger Bänder. Ich mache es noch ein bisschen größer. Ich finde weder im Index selbst noch bei den Einzelwerten, ja, da gibt es ab und zu mal Ausreißer nach oben oder unten, ist hier wirklich nachhaltig nicht viel zu machen. Ich habe den Eindruck, es handelt sich hier überwiegend um Arrondierung für den großen Verfalltermin nächste Woche. Dann kommt ab und zu mal so eine Nachricht rein, wie vorhin von der kanadischen Zentralbank, dass die also den Zinssatz um ein Viertel erhöhen. Ja, ob man das gleich als Signal werten sollte für die Fed oder für die EZB, weiß ich nicht. Letzteres hoffe ich doch stark, dass die mal was machen. Fed kann eine Pause machen, auch nicht, das weiß kein Mensch. Das ist nochmal, das ist Mittwoch und Donnerstag nächste Woche und am Freitag der große Verfalltermin. Ich überlege mir ernsthaft, ob ich überhaupt was handeln muss. Manchmal machen Aktien einen guten Eindruck und dann auf einmal fallen sie wieder dementsprechend runter. Will sie keiner mehr haben. Und ich finde das einfach, das ist mühsam, davor zu sitzen. Ja, wir haben ja tolles Wetter, weiß ich nicht, brauche ich das? Aber für den DAX selbst, ich hole mal die letzten Tage nur näher ran. Wir sind ziemlich genau an der 20-Tage-Linie. Die ist bei 15.964 per heute am Mittwochabend. Ja, drüber, drunter. Und die ganzen letzten Tage hier haben wir drumherum schlawenzelt. Wir hatten nach wie vor noch diese relativ starke Bewegung hier vom oberen zum unteren Band. Sind dann über 20-Tage-Linie drüber, haben nochmal die 16.000 genommen. Ich glaube, heute waren wir auch drüber, ne? Ja, genau, 16.018. Aber dem fehlt, tja, ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich, es fehlen die Anschlussorders. Es ist meine Meinung, die sind nicht da und ich sehe auch nicht, woher sie kommen sollen. Ich rede jetzt mal nicht von jetzt Nasdaq da, diesen 7 Aktien, was ich da neulich da mal besprochen hatte, sondern hier Deutschland, auch Frankreich, da ist nichts. Ich gucke mir eine LVMH an, ich gucke mir eine Kering an, da kommt nichts. Da fallen sie mal stärker, kommen ein bisschen wieder hoch, sind sie wieder zurück. Und das haben wir bei verschiedenen Werten, sowas wie Lufthansa. Auf einmal machen sie den Eindruck, sie gehen über 9,30, dann sind sie wieder 9,05. Und da gibt es jede Menge. Bayer hatte sich stabilisiert. Aber ich will jetzt hier gar nicht über die Einzelwerte sprechen. Das ist vielleicht dann wird es doch zu mühsam. Das mache ich nochmal am Montag. Ja, Montag um 12 Uhr fängt das Webinar an mit Börse Frankfurt. Da ist die Edda Vogt ist nicht da, ist jemand anders da, Fabienne ist, glaube ich, da. Und ich gucke erst um 11.55 Uhr rein und mache dann aufgrund der Signale, die ich habe mit meinem Trader Wingman, mache ich dann die Analyse. Aber hier, jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Gefühl dafür und auch kein technisches Signal, wo die nächsten, sagen wir mal, 100 Punkte hingehen oder die nächsten 200 Punkte für die nächsten paar Tage bis einschließlich Verfalltermin nächste Woche. Es gibt so Momente und man muss das Glück da noch nicht herausfordern oder man muss sich auch nicht den Helden spielen. Wenn es nicht deutlich ist, dann muss man es lassen. Gucken wir mal auf die 4 Stunden, ob die irgendwie was hier erhält. Ich denke aber nein, auch nicht besonders. Wir hatten hier ein Verkaufssignal. Das ist hier oben, jetzt Moment, das war hier über die Stochastik. Das war da. Das hat aber auch nicht viel gebracht. Ja, und hier wird man dann auch schon wieder nervös. Neutral, leicht negativ. Um den 20er gleitenden Durchschnitt rum, da ist nichts. Dann die Stunde, ja, hier gab es, das war ein bisschen besser, ja, aber auch wirklich nur ein bisschen. Hier gingen wir dann runter von 16.000 nochmal runter, hier bis 15.900. Hurra, 100 Punkte, ganz toll. Aber auch hier völlig neutral, ein Oszillieren um die Nulllinie im neutralen Bereich, leicht unter dem 20er gleitenden Durchschnitt. Sorry, ich habe ja gerne Meinung und ich tue sie auch kund, aber manchmal fällt mir dazu auch nichts ein. Ich habe die gleichen Scheine genommen, mit denen kann man ganz gut spielen. Wenn es mal irgendwie übertreibt, nach oben oder unten übertreiben, heißt sowas wie 200 Punkte, kann man das alles mal probieren. Das sind exakt die gleichen Scheine wie letzte Woche. Hat sich lediglich der Hebel geändert, der war hier zum Beispiel 40, jetzt ist er 33.
Tut mir leid, ich würde euch gern irgendwie was ganz Tolles hier erzählen, aber ich kann es nicht. Freitag kommt der Film ganz normal und Montag, wie gesagt, ist das Webinar mit der und zu finden auf der Seite der Börse Frankfurt. Mal schauen, wer von euch alles kommt. Also da werde ich nicht nur, da steht drin, dass ich 5 Aktien mache, das stimmt aber nicht. Ich versuche da um die 5-10 zu machen, ja, weil ich mache so echt so eine Stegreif-Schnellanalyse. Das habe ich selbst noch nie so gemacht. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, das wird für mich auch ein Novum. Hey, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.